Wir denken alle, wir sind mal Könnt ihr euch nicht erinnern? Nur der Peter mit Pokal. Ja. Alle anfassen den Pokal. Warte hier. Oh ja. Oh, das gibt Ärger. Ach, die Dinge spinnen jetzt alle. Ja und? Ist doch egal. Das ist schon mal hier Regionalliga auf. Das sind 500 Zuschauer gegen Uerdingen mehr. Weil denken, wir spielen schon Lever Cup. Ja, sicher. Komm, wir nehmen erst den André Pavlak und den Marco Ostermann. Beide im Duett. Nehmt Platz auf der 09 Bühne. Ihr kennt euch hier aus. Ihr wart schon beide mehrfach hier. Ja, ihr habt jetzt auch zum ersten Mal die Polo-Shirts an. Fühlt sich gut an, oder? Trägt sich sehr gut. Trägt sich sehr gut. Ist ja auch eine Marke von Peltro. Unsere Leute, also die Steffi, der Patrick und der Frank Huber, wirklich sehr gut ausgesucht. Ja. Dafür auch nochmal, wie gesagt, meinen herzlichsten Dank. Und also ich glaube, es könnte nicht besser sein. Ja, viel besser timen können hätten wir es auch nicht, denn so 20 Minuten bevor die Show hier losging, kam auf einmal der Spielplan zur Regionalliga rein. Und wir freuen uns zum Saisonauftakt auf ein Heimspiel gegen den KFC Uerdingen 05. Was sagt denn der Trainer zu diesem Start? Überragend. Würde ich sagen, nee, war super. Also ich denke, KFC Uerdingen ist ja genauso ein Traditionsverein wie wir letztendlich auch. Und beides Aufsteiger, beide kommen mit Euphorie, beide kommen, denke ich, auch mit einer ordentliche Zuschaueranzahl in dieses Spiel und von daher, das hätte fast nicht besser kommen können. Mhm, richtig. Unser zweites Heimspiel haben wir dann gegen die VfL Reserve, auch ein Kracher. Ja, Schalke 2? Ja. Bin ich aber ganz schlecht informiert. Ja. Aber die Bochumer, die kommen auch relativ zeitnah und das Duell gegen Essen haben wir leider erst so irgendwann Mitte der Rückrunde. Hinspiel in Essen wird schon gemunkelt, dass das wohl ein Fernsehspiel sein könnte. Oski, weißt du da schon was oder... Nee, also ich habe auch gerade den Spielplan erst von Gerd Abschieds bekommen und hatte dann auch gesehen, dass es ein Dienstagabend ist, 19:30 Uhr, so ist es angesetzt. Und ich gebe dir da recht, ich denke mal, dass es dann ein Fernsehspiel sein wird, weil ich glaube nicht, wir müssen jetzt nochmal den ganzen Spieltag gleich nach, ob noch ein so ein interessantes Spiel stattfindet. Aber das wäre schon ein Ding für den Fernsehen, das wäre schon toll. Und wie gesagt, ich bin natürlich auch hoch erfreut über Start gegen KFC Uerdingen, also wirtschaftlich, nicht nur sportlich, wie der Trainer gesagt hat, aber wirtschaftlich, also ein sehr toller Auftakt für den Verein. Definitiv, ja. So ein Fernsehspiel, bringt das dem Verein auch finanziell was? Denn Fernsehgelder fließen in der Regionalliga eigentlich nicht, ne? Kann man da was zu sagen? Ja, natürlich, zwar, wie du schon sagst, werbetechnisch, durch die Werbeeinnahmen können wir da, vom Fernsehen bekommen wir da nichts, aber natürlich für den Verein eine Riesensache in der Außendarstellung. Sport 1 kann jeder in der ganzen Welt sehen, über Satellit bis nach Australien dann auch beispielsweise, sage ich jetzt mal. Und von daher natürlich für die Außendarstellung des Vereins, wir können uns da europaweit, deutschlandweit präsentieren oder auch wie gesagt weltweit. Also das ist schon eine einmalige Chance für den Verein und dann werden mal wieder Gefühle wach, wie wir es in den 90er Jahren erlebt haben, nicht wahr? Dann ist man wirklich wieder im Fokus und da sieht man einfach, was in den letzten zwei Jahren hier passiert ist und da kann man einfach nur den Hut vorziehen, vor allem, ich habe das schon oft genug gesagt, Vorstand, Aufsichtsrat, Trainerteam, Mannschaft, die Mannschaft drumherum, Betreuerstab, alle bis zum Zeugwart gehören dazu, dass wir uns sowas wieder erarbeitet haben, so ein Standing zu haben, ist einfach wunderbar. Ja, ist fantastisch. Seit etwas mehr als einer Woche läuft jetzt die Vorbereitung, André. Wie zufrieden bist du mit dem Fitnesszustand deiner Jungs, die ja in Spanien die Saison ausgiebig ausklingen haben lassen? Und wie sind deine ersten Trainingseindrücke jetzt so? Ja, was heißt ausklingen lassen? Wir haben es ja hier besprochen, eine Arbeitslager war es. Arbeitslager, ja. Wir haben ja da auch nicht was getan am Strand, denke ich. Und nein, ich bin sehr zufrieden. Aber man muss sagen, erstmal die Pause war ja relativ kurz. Wir haben gar nicht so wahnsinnig viel verloren. In 14 Tagen verlierst du jetzt nicht so viel an Ausdauer, Schnelligkeit oder Kraft. Und das finde ich nicht unbedingt jetzt bei Null anfangen mussten nach den 14 Tagen. Das hat man, denke ich, auch in den Testspielen schon gesehen, dass wir läuferisch da schon ganz ordentlich beisammen sind. Jungs ziehen voll mit. Wir haben sicherlich, klar, wir haben jetzt jeden Tag Training im Moment. Das ist auch irgendwo anstrengend, ne, weil die Jungs ja immer noch auf der Arbeit kommen und nicht Vollprofis als Vollprofis hier arbeiten. Außer Tam. Ansonsten muss ich sagen, sind die wirklich gut beisammen. Das ist, macht Spaß. Alle ziehen 100% mit. Wir haben auch Trainingsbeteiligung von 100%. Keine Verletzten bisher, keine großartigen Schwierigkeiten, sodass wir sagen können, wir sind schon da eigentlich, wo wir hinwollen und vielleicht sogar schon ein Stückchen drüber. Ja, du hast angedeutet, jetzt haben wir zwei Testspiele am Wochenende. Da werden wir auch wohl zwei unterschiedliche Mannschaften sehen. Es soll nicht so krass durchgewechselt werden wie zu Beginn. Kann man da schon heraus ableiten, sag ich mal, wer vielleicht ein Kandidat für die erste, für die Top 11 ist oder ist das noch zu früh? Nein. Es ist noch zu früh. Ja. Gut.
Was wollte ich noch fragen? Wir als SG Wattenscheid 09 gelten in der Regionalliga als ziemlicher Außenseiter, als Underdog mit 500.000 Euro Vereinsetat sind wir, glaube ich, in der Hierarchie ganz weit unten. Was stimmt dich zuversichtlich, trotzdem gegen die etwas besser betuchten Clubs bestehen und anstiegen zu können? Ja, also ich könnte jetzt so ein paar Floskeln hier reinhauen, Geld schießt keine Tore und eine Mannschaft kannst du nicht zusammenkaufen und das ist eigentlich auch so. Und ich weiß, was wir für eine Truppe haben, wir haben eine absolut charakterfeste Mannschaft, die wirklich total zusammenhält, die auch total zusammensteht und das ist erstmal schon das Erste, was mich da positiv stimmt. Zweitens ist sicherlich Beispiel für mich, habe ich schon mal gesagt, ist Freiburg im letzten Jahr, die sind auch mit einem absoluten Mini-Etat Fünfter geworden in der Bundesliga. Warum soll uns nicht Ähnliches auch irgendwo gelingen, ein Stück weit? Also natürlich ist das jetzt kein Spaziergang für uns, das wissen wir auch, alleine weil wir andere Trainingsbedingungen haben als alle anderen Vereine. Aber ich muss keine teuren Spieler kaufen, sondern ich muss gute Spieler kaufen oder holen. Kaufen können wir sie auch nicht, aber wir holen sie halt her und wir überzeugen sie von Wattenscheid. Das ist uns bis jetzt jedes Jahr gelungen und bisher die ersten Eindrücke bei den Neuen ist wieder genauso. Die passen 100% rein, menschlich, sportlich, so dass ich da absolut sagen kann, über die Mannschaftsleistung, über Teamgeist werden wir einiges sicherlich leisten können, auch Punkte holen können. Und das Zweite ist natürlich, dass ich auch mal sagen kann, es ist vielleicht auch mal ganz schön für die Mannschaft, nicht jetzt 3 Jahre immer diese Favoritenrolle zu haben, immer gewinnen zu müssen, in jedes Spiel zu gehen und gegen Gegner anzuspielen, die nur hinten drin stehen oder mehr verstärkt hinten drin stehen und wir dagegen anspielen müssen, sondern jetzt sind wir mal in einer etwas anderen Position und ich glaube, dass uns das auch mal vielleicht ganz zu Pass kommt. Wird auf jeden Fall unserer spielerischen Linie ein Stück weit entgegenkommen. Vielleicht noch abschließend an den Rusti die gleiche Frage. Was ist es in deinen Augen, was trotz der finanziellen Unterschiede, die wir im Vergleich zu den Großen haben, den Unterschied zu unseren Gunsten ausmachen könnte? Ja, also der Trainer hat es ja schon angedeutet. Wie gesagt, wir haben in den letzten beiden Jahren auch mit wenig Geld viel erreicht, weil halt wir gezielt unsere Spieler holen. Aber man muss natürlich sagen, rein wirtschaftlich gesehen ist es natürlich schon ein Nachteil. Ich habe mal so in die Branche reingehört, wie gesagt, Rot-Weiß Essen 1,5 Millionen Etat, Oberhausen 900.000 und bei den 500.000, die du ja gerade ansprachst, ist ja Gesamtetat. Wenn wir jetzt nur über reine Personalkosten erste Mannschaft reden, dann liegen wir bei knapp über 200.000. Und das ist natürlich schon wirklich ganz, ganz unten angesiedelt. Das ist ganz klar der letzte Platz im Etat. Noch mit Abstand zum 17. noch bei 300.000, 400.000. Weil zum Beispiel habe ich auch mit Mönchengladbach Amateure mal gesprochen, die haben auch ein Etat für die zweite Mannschaft von 800.000. Finanziell ist das wirklich eigentlich gar nicht machbar, also jetzt das sportlich zu sehen, dass man da mithalten kann, aber wie gesagt, wie der Trainer schon sagte, wir werden es wieder schaffen über die Geschlossenheit und wie gesagt, wir haben halt den besten Trainer der Liga und der kitzelt halt immer noch ein bisschen mehr aus den Jungs raus, das hat er jetzt 2 Jahre lang gezeigt, beziehungsweise jetzt 3 Jahre ja schon, aber 2 Jahre jetzt mit mir, wo ich es bewerten kann und ich vertraue da voll und ganz unserem Trainer. Ja, dann abschließend noch die Frage zum Personalstand aktuell. 2 waren noch offen, kannst du da was zu sagen, willst du da was zu sagen? Sherry und Krembo oder läuft das noch? Ja, ich bin ja gerade schon von einigen Medienvertretern angesprochen worden. Der aktuellste Stand ist der, dass ich heute mit Sherry Sarezoy, der gestern Abend aus dem Urlaub hier zurückgekehrt ist, Mittagessen war. Hat gut geschmeckt im Haus Renante. Und wir sind uns da sehr nahe gekommen. Und mit Krembowitz, wie gesagt, bin ich auch in ständigen Verhandlungen, seit der Spieler seit Ende der Woche, seit dem Wochenende wieder aus dem Urlaub zurück ist. Beide Spieler werden am Samstag und Sonntag mit Gastspielgenehmigung auflaufen, sind also noch nicht wieder angemeldet, werden mit Gastspielgenehmigung auflaufen, wobei Krembowitz am Sonntag familiär nicht kann, aber Sarezoy wird Samstag, Sonntag spielen, Krembowitz nur Samstag. Und dann müssen wir aber wirklich dann Anfang der Woche, müssen dann die Willenserklärung der Spieler da sein, zum Positiven oder zum Negativen. Ich bin gerade vom Ralf Rozinski von der Rotterdam gefragt, in Prozenten, ich sage es mal ganz vorsichtig, 51 zu 49, die Tendenz zu SG Wattenscheid. Wie gesagt, will da nichts vorwegnehmen, aber wir werden mal das Wochenende abwarten und dann müssen die Spieler haben jetzt die Zeit, sich Gedanken zu machen. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn beide Spieler nächstes Jahr weiter Fußball spielen würden. Das hast du, glaube ich, nicht exklusiv, sondern das würden wir alle gerne tun. Der Herr Tamm hat eine Wortmeldung, das kann nichts Gutes sein. Jetzt noch eine Frage an den Herrn Ostermann. Sie haben gerade gesagt, dass Sie sich mit dem Spieler Sherry Sarezoy angenähert haben. War das jetzt zwischenmenschlich oder finanziell? Sowohl als auch. Ja, das Renante ist ein puscheliges Plätzchen. Gibt es weitere Fragen? Ich mag den Jungen halt. Ne? Gibt es weitere Fragen an die beiden Herren hier? Dann
wünsche ich euch ein gutes Händchen, dir in Sachen Vertragsgespräche und unserem Cheftrainer André, dann ein glückliches Händchen dann am Wochenende bei den beiden Testspielen. Samstag 15 Uhr im Lohheide-Stadion gegen den SC Preußen Münster, Top-Mannschaft aus der dritten Liga. Und am Sonntag fahren wir zur Spielvereinigung Ratingen 0419. Stadion Ratingen um 15 Uhr am Sonntag erfolgt der Anstoß. Ich sage euch herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Marco Ostermann, André Pawlak. Ich danke auch. Ja, und ich bin sicher, wir sehen uns hier nochmal. Früher auch.